Der Winter naht. Sei gegrüßt, hier in der gedämmten und frostsicheren Zwergenfestung. Ich bin Markus und stelle dir heute wieder eine coole Lösung für Dwarf Fortress in einem neuen Tutorial vor. Denn auch in den Zwergenlanden kann es gefährlich werden, wenn der Winter vor der Tür steht. Nicht nur, dass gegebenenfalls einige Nahrungsquellen auf der Oberfläche zu Neige gehen, aber je nach geografischer Lage ist es sehr wahrscheinlich, dass Gewässer, welche dein Volk mit Frischwasser versorgen, einfrieren und du auch deine Tiere und kranken Zwerge ab sofort nicht mehr versorgen kannst. Und nun? Eine mögliche Lösung zeige ich dir direkt nach dem kurzen Intro. Wenn du zumindest schon einmal ein vollständiges Jahr in Dwarf Fortress gespielt hast, kennst du es bestimmt auch. Flüsse und Seen sind in den Wintermonaten von jetzt auf gleich zugefroren. Deine Zwerge kommen vielleicht noch ganz gut mit deinen hoffentlich vorhandenen Alkoholreserven klar, aber deine Tiere beispielsweise eben nicht. Und auch dein Krankenhaus kommt ohne frisches Wasser nicht aus. Was also tun? Ich versuche immer frühzeitig der Wasserknappheit entgegenzuwirken und vorm Winter eine Reserve anzulegen. Diese Reserve kann allerdings anschließend das gesamte Jahr über ganz nützlich sein. Ich rede vom Anlegen einer Zisterne oder eines unterirdischen Teichs und das bekommst du von mir heute in der Sorglos-Variante. Ein kleiner Hinweis noch vorab, dieses Tutorial basiert auf seinem direkten Vorgänger. Falls dir also etwas Wissen zu Schaltern, Druckplatten und Mechanismen fehlen sollte, schau doch einfach nochmal kurz dort rein. Das Komplizierteste beim Bau dieser Zisterne ist eigentlich die Übersicht bei der dreidimensionalen Konstruktion zu wahren. Das Wasser muss irgendwo von der Oberfläche kommen, vorzugsweise von einem Fluss, welcher abgesehen vom Winter immer unbegrenzt viel Wasser führt. Aber größere Seen eignen sich auch, besonders wenn es häufig regnet. Es geht darum, das Wasser des Flusses in einen Bereich in deiner Festung zu bringen. Dazu muss als erstes die Zisterne selbst angelegt werden. Die Zisterne braucht nur ein Stockwerk hoch zu sein, kann bei Bedarf aber auch tiefer ausgelegt werden. Direkt über der Zisterne muss sich ein Loch befinden, über dem der Brunnen gebaut wird, über den die Zwerge Zugang zum Frischwasser erhalten. Der Zulauf sollte so gebaut sein, dass sich das Wasser zumindest über die Stockwerkgrenze im freien Fall befindet, da es ab da an als sauber gilt. Für ein gefahrloses Befüllen der Zisterne muss dafür gesorgt werden, dass einerseits beim Bau und ebenso beim Einlassen kein Zwerg weggespült wird und auch, dass der Einlassvorgang rechtzeitig gestoppt wird, bevor die ganze Festung unter Wasser gesetzt wird. Auch ist die Möglichkeit, das Wasser abzulassen, keine schlechte Idee. Beides kann manuell mit Türen oder Schleusen gemacht werden, die über Schalter angesteuert werden. Da ich aber ein Freund der Vermeidung manueller Tätigkeiten bin, kommt bei mir ein Automatismus mit wassersensitiven Druckplatten zum Einsatz, der den exakten Zulauf steuert. Das ist zwar nicht zwingend erforderlich, sorgt aber dafür, dass du auf eine Sache weniger Acht geben musst. Eine manuelle Absicherung sollte man aber dennoch stets behalten, da man sich ansonsten die Möglichkeit verbaut, die Konstruktion noch einmal nachträglich zu ändern. Nun zum praktischen Ablauf. Wir machen das mal wie bei IKEA. Bitte halte für den Aufbau folgende Teile bereit. 4 Türen, es geht allerdings auch mit 3 Schleusen und einer Tür, 10 Mechanismen, ein Block, zum Beispiel aus Stein, ein Eimer, ein Seil oder eine Kette und mindestens ein Doofen, der graben kann und im besten Fall auch noch Steinmetz, Architekt und Mechaniker ist. Zugegeben, das klingt eventuell eher nach Urs MacGyver als nach IKEA, aber niemand hat behauptet, dass diese Aufgabe nicht interdisziplinär sei. Ich befinde mich hier auf einer Karte, bei der ich darauf geachtet habe, direkt in der Nähe eines Flusses zu bauen. Das muss nicht zwingend sein, macht es aber weniger aufwendig. Als erstes wird das Volumen für die Zisterne selbst ausgehoben. Hier in diesem Fall in der gleichen Größe wie der Raum darüber. Anschließend lege ich den größten Teil des Wasserzulaufs an. Das letzte Stück der Verbindung zum Fluss lasse ich dabei aber erst einmal weg. Damit man aber überhaupt an den Zulauf gelangt, erstelle ich einen Gang dorthin. Unterhalb des letzten Teils des Zulaufs in der oberen Etage fahre ich mit dem Zulauf in der Etage darunter fort. Dann brauchen wir nur noch einen Zugang von unten, um einerseits den Bereich überhaupt ausheben zu können und andererseits, um eine Möglichkeit zu schaffen, das Wasser bei Bedarf abzulassen. Hier ganz simpel über mein zentrales Treppenhaus. Dann lasse ich meinen Miner jetzt erst einmal seine Arbeit machen.
Im nächsten Schritt brauche ich zwei Durchbrüche nach unten, für den Zulauf und für den zukünftigen Brunnen. Diese können einfach mit dem Channel-Befehl erstellt werden. Jetzt setze ich erst einmal alle benötigten Türen. Hier übrigens im Planning-Mode, bei dem ich keine spezifische Tür auswählen muss. Wie bereits angemerkt, könnte man das bis auf eine Tür auch mit Schleusen, also Floodgates, umsetzen. Aber für dieses Vorhaben sind Türen gleichwertig. Als erstes kommt eine Tür am Ende des Zugangs zum Zulauf und anschließend noch zwei weitere etwas auseinander in den Gang. Eine vierte Tür muss sich noch im unteren Stockwerk befinden, vor dem Zugang zur Zisterne. Nachdem alle Türen eingesetzt wurden, beginne ich die Türen zu benennen, um eine bessere Übersicht zu haben und bei der Verdrahtung nicht durcheinander zu kommen. Die erste Tür ist meine Revisionstür, weswegen ich sie Inspection Door nenne. Die zweite Tür wird mein manueller Zulauf und die Tür, die dem Fluss am nächsten ist, der automatische Zulauf. Im Keller befindet sich dann noch mein manueller Auslass. Der Stopfen, der bei Bedarf gezogen werden kann, sozusagen. Als nächstes baue ich zwei Schalter für die manuelle Steuerung. Auch diese benenne ich um. Der Schalter, der sich näher am Fluss befindet, wird für den manuellen Zulauf zuständig sein. Der rechts daneben für den manuellen Auslass, also genauso benannt wie die beiden Türen. Nun verbinde ich beide Schalter mit ihren jeweiligen Türen, also manueller Auslass zu manuellen Auslass und manueller Zulauf zu manuellen Zulauf. Hier achte bitte darauf, dass die Auswahl der Tür mit Plus und Minus über die Liste erfolgt und nicht über den Cursor. Ich falle auch immer wieder ganz gerne drauf rein. Nach dem Verbinden werden nun beide Hebel einmal gezogen, sodass ich wieder Zugang zur zukünftigen Automatiktür und der Zisterne erhalte. Sobald der Zugang zur Zisterne geöffnet ist, kann die Druckplatte gesetzt werden. Diese muss so eingestellt werden, dass sie auf die Wasserhöhen reagiert, die nicht als voll gelten, also Wasserhöhen 0 bis 6. Jetzt brauchen wir einmal einen Hilfshebel, aufgrund der Funktionsweise der internen Abläufe in Dwarf Fortress. Der Hebel ist einzig und allein dafür da, um ein einziges Mal die Automatiktür manuell zu öffnen, da sie sonst auch bei der Verbindung mit der Druckplatte initial geschlossen bleibt. Nach dem Setzen des Hebels also als nächstes die Tür mit ihm verbinden.
Anschließend wird der Hebel einmal gezogen. Sobald die Tür geöffnet ist, kannst du dich auch wieder von dem Hebel trennen, da er jetzt nicht mehr benötigt wird. Das gibt auch zwei Mechanismen wieder frei, die wir im nächsten Schritt ganz gut gebrauchen können. Jetzt verbinden wir nämlich endlich die Druckplatte mit der Automatiktür. Nun sind wir auch schon fast fertig. Bevor es losgeht, muss unten der Auslass der Zisterne geschlossen werden, also den rechten Schalter ziehen. So, die Zisterne ist nun geschlossen. Jetzt wird es ernst. Überprüfe deine Installation am besten noch ein letztes Mal, denn jetzt wird die Verbindung zum Fluss hergestellt. Dann gibt es kein Zurück mehr. Dein grabender Zwerg hat hoffentlich gesunde Beine, denn er darf nun laufen gehen, während das Wasser hinter ihm den Gang flutet. Sobald er den Gang verlassen hat, sollte die Revisionstür aus Sicherheitsgründen abgeschlossen werden, damit niemand auf die Idee kommt, dort mal aus Spaß reinzugehen. Wie du nun sehen kannst, läuft das Wasser zügig in die neue Zisterne. Auch durch das Brunnenloch kann man bereits den Wasserstand im unteren Stockwerk sehen. Nun achten wir mal noch auf die Automatiktür. Tatsächlich schließt sie den Zulauf, sobald die Zisterne voll ist, also bei der Wasserhöhe von 7. Dann ist nun die Zeit gekommen, den sehnlichst erwarteten Brunnen zu bauen. Das dauert ein klein wenig, da erst die vier Komponenten zum Brunnen gebracht werden müssen, anschließend der Bau durch einen Architekten vorbereitet und er final durch den Steinmetz vollendet werden muss. Nun kannst du den Brunnen als einzelne Konstruktion stehen lassen oder, was sich anbietet, am besten gleich eine Taverne um ihn herum erstellen. Jetzt teste ich zum Schluss noch die manuelle Steuerung. Als erstes verschließe ich den manuellen Zulauf. Nun öffne ich den Ablauf der Zisterne. Wie man sieht, beginnt sie sofort auszulaufen und durch mein Treppenhaus zu plätschern. Und was ebenfalls auffällt, ist, dass die Automatiktür auch wieder geöffnet wurde. Klar, denn der Wasserstand ist ja nun unter unsere Wunschhöhe gefallen. Ich schließe also wieder den Ablauf und öffne den Zulauf. Das passgenaue Befüllen übernimmt dann wieder die Automatik. So eine Zisterne aufzubauen ist also ein nicht allzu schwieriges Unterfangen. Zumindest wenn man weiß, in welcher Reihenfolge man was bauen muss. Das sollte man, bevor man beginnt, gegebenenfalls einmal für seine Festungssituation planen. Eventuell muss die Zisterne ja auch einige Stockwerke tiefer sein.
Hat dir das Video zugesagt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und folge mir gerne für weitere Tipps in der Zukunft. Mit diesem Video und den vorhergehenden solltest du aber nun langsam eine solide Wissensbasis für ein längerfristiges Überleben deiner Zwerge erlangt haben. Natürlich gibt es noch weitere Themen für Folgevideos, aber mit dem Erscheinen der überarbeiteten Steam-Version von Dwarf Fortress könnte sich mein Plan für weitere Veröffentlichungen in der Zukunft noch etwas ändern. Das muss ich aber selbst noch einmal checken. Bis dahin aber erstmal alles Gute und bis zum nächsten Video oder auf meinem Discord-Server.